Hallo und willkommen bei Let's Play Lego Racers. So, warum spiele ich Lego Racers? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Nostalgie. Und das hat noch einen bestimmten Grund. Ich muss jemanden kopieren. Und zwar jemand ganz bestimmten. Nämlich einen anderen Let's Player, der mich mit seinem eigenen angefangenen LP mit Part 0 dazu inspiriert hat. Und das ist der liebe ShadowSoul1305. Als ich das Video gesehen habe, weil ich habe ihn abonniert, ich habe es mir direkt angeguckt und ich war sowas von geflasht. Ich wollte das Spiel einfach selber auch wieder spielen und da habe ich mir auch gedacht, okay, kannst du davon auch direkt ein Let's Play machen. Damit kopiere ich zwar, wie gesagt, die komplette Idee. Das ist mir aber in der Weise... weg mit der Demo. Und, damit kopiere ich zwar, ja, aber ich, finde das Spiel einfach klasse, weil ich hab's früher auch selber immer wieder gerne gespielt. Und ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht machen sollte, nicht machen dürfte. Naja. Also, es geht um Lego, es geht um Racing, es geht ums Gewinnen, es geht ums Fahren. Und jedes Fahrspiel braucht natürlich auch einen Fahrer. Bei den meisten Fahrspielen kann man sich den nicht unbedingt so zusammensetzen. Hier kann man das allerdings schon. Und das auch mit einigen Lego-Teilen. Am Anfang haben wir eine nicht so große Auswahl. Da haben wir hier nur so Standardkram. Und ich werde jetzt... genau, ich mache mir einen alten Greis. Einen alten Zauberer. Zauberer aus der Zukunft. Und was kriegt der für eine Hose? Der kriegt eine grüne. Nee. Oder? Mescher. Das passt besser irgendwie. Und er freut sich auch, dass wir ihm keine grüne Hose gegeben haben. Er ist ein Zauberer, er ist blau. Ach. Nennen wir ihn direkt mal Magicka. Da, welches Gesicht. Ich glaube, wir nehmen das. Das sieht da zufrieden aus. Und für einen alten Greis passt das. Aber der soll jetzt nicht so eine Kutsche kriegen. Das ist... Das wird ja zu sehr passen. Geben wir den Rennfahrzeug. Und man kann hier auch... hier steht auch als Erklärung... Wenn man nicht gerade mal die Maus dann wieder wegbewegt. Ah! Gut, jetzt kann es auch wieder weggehen. Wir können hier mehrere Sachen auswählen, um unseren Fahrer ein tolles Auto zu bescheren. Ein tolles Lego-Auto. Kann man... Jetzt piept doch nicht direkt rum. Blau. Wir machen den ein blaues Rennfahrzeug. Er ist unser blauer Magier. Also kriegt er auch ein blaues Rennfahrzeug. Ich werde diese Musik vielleicht nur wieder noch ein paar Mal mitsingen, weil ich finde sie einfach so schön nostalgisch. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde es einfach klasse. Mir gefällt es total. So, dann braucht er dafür nochmal so ein Teil. Oder machen wir das asymmetrisch? Nee, erstmal nicht. Kleines Blaues braucht er auch noch. So, ist jetzt nur noch die Frage, was tun wir denn da sonst noch drauf? Wir können den Flaggen drauf tun oder... So geht das auch viel schneller. Wir tun den erstmal eine Antenne an der Seite. Ist das zu hoch? Na toll. Ah ne, dann kriegt er keine Antennen. Weil das wäre ja dann zu hoch. Es ist zu hoch für ihn. Blau, blau. Ja, kriegt er... Trotzdem aus dem Mittelalter so... blaue Fähnchen.
und sie sollen wehen im Wind. Auch wenn es aerodynamisch etwas unpraktisch ist, egal. Das wird unser Zauber sein. Magicka übrigens auch angelehnt an das Spiel Magicka, was man über Steam erhältlich haben kann. Genau, das war kein deutscher Satz. Was man über Steam kaufen kann. So, jetzt machen wir auch mal eine kleine Testfahrt, um euch die Steuerung etwas zu erklären. Mit den Pfeiltasten wird der Wagen gesteuert, den man gerade hat. Es macht keinen Unterschied, welchen Fahrer man jetzt hat. Und ich glaube, es hat auch keinen Unterschied, welche Art von Fahrzeug man nimmt. Ob das allerdings doch irgendeinen Einfluss darauf hat, werde ich, wenn dann, später erklären. Also, fein nach oben ist Gas, fein nach unten ist Bremsen bzw. nach hinten fahren. Nach links und rechts, damit kann man lenken. Was für eine Verwunderung. So, das hier ist einfach nur das Testgelände. Hier gibt es keine Runden, weil das ist eigentlich ein Rennspiel, was rundenbasiert ist. Und hier kann man erstmal auch rumfahren, um sich mit der Steuerung ein bisschen anzufreunden. Und ebenfalls auch mit den ganzen Items, die man hier aufsammeln kann. Und das sind... Die sind in Farben aufgeteilt. Ich habe gerade einen grünen aufgenommen und gerade auch zwei weiße Klötze. Mit diesen Klötzen kann man Items aufwerten und benutzen. Die weißen Klötze, das sind einfach stinknormale Upgrades. Und diese Upgrades können bis zu dreimal gestackt werden. Und das sieht man dann auch immer an den Symbolen. Unten links sieht man nämlich gerade, welches Item man hat oder ob man überhaupt eins hat. Oder wie viele Upgrades man drin hat. Ich habe gerade zwei Upgrades drin. Das sieht man daran, dass dass die weißen Klötze eine 2x2 Reihe sind. Wenn es zum Beispiel eine 2x3 Reihe ist, dann habe ich die höchste Stufe erreicht und damit kann ich dann auch in dem Fall den stärksten Boost benutzen. Allerdings gibt es nicht nur die weißen, sondern auch zum Beispiel hier die grünen. Und um euch das direkt mal zu zeigen, mit Enter kann man die Items benutzen und mit grün kriegt man einen tollen Boost. Das ist jetzt der Stufe 3 Boost, sage ich mal. Ist auf jeden Fall mit zwei Upgrades und der ist schon mal ziemlich fix. Dann die blaue Farbe ist ein Schutzschild. Boah, ich bin großer Zauberer, ich kann mir ein Schutzschild machen. Und diesen Schutzschild gibt es auch in verschiedenen Farben und damit auch in verschiedenen Stärken. Gerade die erste Stufe war blau, hält nicht sonderlich lang und jetzt die zweite Stufe ist grün. Die hält ein bisschen länger. Und das geht halt alles auch so weiter. Dann hat man noch die roten Items und die roten Items sind alles, was mit Angriff zu tun hat und sich auf andere Gegner bezieht. Das heißt, mit der Kanonenkugel kann man auf Gegner nicht nur schießen, sondern zielt in gewisser Weise auch automatisch darauf. Und bei den... ich kann nicht mehr fahren. Und bei den roten Items verändern sich die Waffen am meisten. Weil zuerst hat man eine Kanonenkugel. Dann hat man solch einen Enterhaken, mit dem man sich an den Gegner heranziehen kann. Dadurch wird der Gegner langsamer und man selbst wird schneller. Und dann zeige ich euch eben noch den tollen elektrisierenden Zauberstab. Das ist ein ganz tolles Gebritzel. Und dafür nimmt man einen roten und zwei weiße. Dann kriegt man unten links so einen Zauberstab angezeigt und den kann man dann benutzen. Damit wird alles angebritzelt, was einem in diesem Bereich irgendwie in die Quere kommt. Und das kann schon mal sehr vorteilhaft sein. Allerdings kann man jeweils immer nur einen einzelnen Gegner damit treffen. Ja, und die gelben Items sind die Items, die man hinter sich ablegen kann. Wie man das zum Beispiel auch aus Super Mario Kart kennt. Dass man da die Bananen ablegen kann. Kann man hier auch Ölpfützen ablegen. Oder was ich jetzt gerade auch habe, ein explodierendes Fass. Oder wenn man hier noch das letzte Steinchen nimmt, dann hat man so eine Art Sonde, die dann verhindert, dass ein Gegner weiterfährt, wenn dieser da durchfährt. Wenn man das selbst macht, funktioniert das nicht, da kann man dann einfach stumpf durchfahren. So, das war es im Grunde genommen alles. Also mit Enter aktiviert man die ganzen Sachen. Kann man auch direkt aktivieren, man muss kein bisschen warten.
Und das Einzige, was es dann noch an der Steuerung zu erklären gibt, ist einfach, man kann einen Power Slide machen. Man muss Leertaste... Na, jetzt mach doch. Da. Das ist der Power Slide. Wird auch sicherlich noch ziemlich wichtig werden. Aber das reicht erstmal auch. Für jetzt. Ab ins Ziel. Schauen wir eben mal, wie viel Zeit wir noch haben. Das würde einmal reichen, damit wir den ersten Grand Prix durchkriegen, würde ich sagen. Lass mich eben nochmal auf die Uhr schauen. Wir haben jetzt gerade 10 Minuten ungefähr für das Intro rum. Dann würde ich sagen, schneiden wir einmal hier. Und dann ist beim nächsten Part, geht es dann direkt los mit dem ersten Grand Prix. Gregi kommt bei mir schon zu oft in die Stimme rein. Gegen Kapitän Rotbart. Das kann ich eben auch noch erklären. Es gibt mehrere Runden. Und jede einzelne Runde ist ein einzelner Grand Prix. Der letzte ist von Rocket Racer. Und dort wird man auch nur auf der Rocket Racer Strecke fahren. Ansonsten sind es für gewöhnlich immer 4 einzelne Rennen. Und die muss man halt wie in einem Turnierrennen alle bestreiten. Und möglichst versuchen, die höchste Punktzahl zu kriegen, weil für die Platzierung gibt es Punkte. Und ja, man muss halt einfach versuchen, dass man mehr Punkte kriegt als die Gegner. Und wenn man weniger kriegt, dann hat man halt Pech gehabt. So, aber wie gesagt, an dieser Stelle hören wir jetzt auch erstmal auf. Beim nächsten Mal geht es hier genau weiter. Dann gibt es Part 2 und dann fahren wir auch endlich gegen richtige Gegner, gegen richtige Punktesysteme. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.